Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Orga TV diese Woche. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir haben natürlich wieder spannende und schöne Beiträge für euch. Und zwar gibt es die Fortsetzung vom Lifehack. Und wir haben einen Studiogast, und zwar die Rebecca Diaz-Tomé vom Campus. Das heißt, es ist was Kleines so für die Mädels dabei. Die gibt uns ein paar Tipps und Tricks für den Sommer und wird hier im Studio auch eine Live-Frisur machen, was schnell geht für im Sommer so zum Hochstecken. Das heißt, für alle Mädels bleibt auf jeden Fall dran. Für euch auf jeden Fall spannend. Dann haben wir euch ja natürlich letzte Woche den ersten Teil von den Lifehacks gezeigt. Den zweiten wollen wir euch nicht vorenthalten und deswegen gibt es jetzt den zweiten Teil von Lifehack. Hallo Leute und willkommen zum zweiten Teil unserer Plastikflaschen-Lifehacks. Ich hatte ja schon beim letzten Mal erwähnt, dass wir ziemlich viele coole Sachen mit den Plastikflaschen machen können. Aber da es von der Zeit her nicht gereicht hat, ich einen Zweiteiler machen werde. Wir hatten ja beim letzten Mal auch schon gesehen, wie uns Sachen wie unsere bunte Nachtlampe, die man herstellen kann. Aber es gibt ja noch viele andere Sachen, die man mit den Plastikflaschen machen kann. Und die sehen wir jetzt. Als nächstes zeige ich euch, wie man aus so einer Flasche eine Tasse machen kann. Dazu zeichnet ihr euch zwei Linien. Eine unten und eine oben auf die Flasche. Und verbindet die mit einer Linie. Oben solltet ihr möglichst rund 2 cm Platz lassen und das Ganze dann nur noch ausschneiden. Und so sollte das Ganze aussehen. Jetzt müsst ihr nur noch diesen oberen Teil hier unten durchziehen. So, und fertig ist eure Tasse. Der Spaßfaktor sollte auch nicht außer Acht gelassen werden. Deswegen zeige ich euch, wie man aus einer Flasche eine Schaumkanone machen kann. Dazu nehmt ihr nur ein bisschen Wasser, tut Schwimmmittel rein, vermischt das Ganze, nehmt ein Tuch und Gummiband legt das hier drüber und zieht das Gummiband rum. Fertig ist eure Schaumkanone. Um zu Hause keine Sauerei zu machen, führe ich euch das Ganze mal draußen vor. Einfach nur noch hier eintunken, austropfen lassen und von hinten reinpusten. Eine weitere Art, die Flaschen zu nutzen, ist zum Beispiel zum Verschließen von Tüten. Vor allem bei Kellogg-Tüten ist ja das Problem, dass man eine Ewigkeit braucht, bis man die fertig hat. Deshalb zeige ich euch jetzt mal einen Trick, wie man die Tüten verschließt, damit die Kelloggs auch schön immer frisch bleiben. Schneiden sie erstmal an. Die
Tüte schön spitz machen, damit es auch durch den Deckel passt. Hier drüber ziehen und mit dem Deckel wieder verschließen. Und schon bleiben eure Kelloggs immer frisch. So, da sind wir auch am Ende wieder angekommen. Wir haben jetzt ziemlich nützliche Dinge gemacht, wie unsere Tasse, unseren Löffel, unsere Gewächsspritze. Mir persönlich hat jetzt am besten die Schaumkanone gefallen. Aber wenn ihr Spaß hattet bei unserer heutigen Sendung, schaltet doch einfach wieder beim nächsten Mal ein. Bis dahin, ciao. Das waren die Lifehacks. Also falls ihr irgendwie Flaschen habt oder so, die ihr nicht mehr gebrauchen könnt und die ihr aber auch zu faul seid, irgendwie wegzubringen oder so, benutzt sie mal. Die kann man immer noch schön für irgendwelche Sachen benutzen, wie ihr jetzt gesehen habt. Ich fand das zum Beispiel mit den Knicklichtern super, super schön, wenn man das abends zum Beispiel bei einer, so einem gemütlichen Abend hat oder so und dann es dunkel ist, dann stellt die Dinger auf. Das sieht richtig, richtig gut aus. Dann habe ich einen kleinen Aufruf, und zwar solltet ihr Flüchtlinge kennen oder Connections zu Flüchtlingen haben. Wir haben nächste Woche Freitag haben wir einen Studienprojekttag, wo wir noch Flüchtlinge suchen. Wir möchten sie näher kennenlernen, ein bisschen über ihren Weg wissen. Will ich jetzt auch nicht zu viel verraten, das werden die dann sehen. Es wird Essen und Trinken zur Verfügung gestellt. Also falls ihr jemanden kennt, einfach an uns eine E-Mail bitte schicken. Wir suchen noch Leute. Dann fangen wir diese Woche, also heute, fangen wir mit unserer Themenreihe Europa an. Und zwar waren wir dafür bei Professor Dr. Vatter, der sich mit interkultureller Kommunikation beschäftigt. Und diesen Beitrag über Europa, den zeigen wir euch jetzt. Für unsere Europastudien haben wir Herrn Professor Dr. Vatter getroffen. Er beschäftigt sich unter anderem mit der Thematik der interkulturellen Kompetenz. Um Einblicke in sein Forschungsgebiet zu erlangen, sprechen wir heute über das Thema interkulturelle Kompetenzen und klären zunächst, was man darunter versteht. Man versteht darunter die konstruktive Gestaltung interkultureller Situationen. Das heißt, es kommt vor allem darauf an, situationsgerecht handeln zu können. Das geht oft einher mit Fremdsprachenkenntnissen, mit Prozessen des Aushandelns von Bedeutung oder auch von Regeln des Zusammenspiels. Und jede Situation ist eine andere. Mit reinem Regellernen von Kultur ist es nicht getan. Was bedeutet interkulturelle Kompetenz genau? Ein Modell, mit dem ich das gerne erkläre, das wurde mal von der Bertelsmann Stiftung popularisiert, ist das einer Lernspirale. Und um herauszufinden, was diese Lernspirale genau ist, haben wir ein kleines Set aufgebaut, damit Herr Professor Vatter das Bertelsmann-Modell für uns zeichnen kann. Jetzt haben wir Schrift und raus, und was draufsteht am Bertelsmann-Modell. Ja, genau. Kein Problem. Ich denke, das ist falsch zeichnen. Sagen Sie, Geisteswissenschaftler auf Tischdecken malen müssen, weil sie keine Flipcharts kriegen. Ja. Aber ich habe Stifte. Ich habe auch noch einen blauen Stift mit dabei. Ich habe auch einen blauen hier. Ja. Wie soll das machen? Soll ich einfach mal malen? Wo ist unten von Ihrer Seite aus? Also wo fängt die Spirale an? Kamera da. Gut, also interkulturelle Kompetenz kann man sich vorstellen in der Entwicklung, die dynamisch ist, wie so eine Spirale funktioniert. Das ist ein Modell der Lernspirale interkulturelle Kompetenz. Das wurde auf der Basis von zahlreichen anderen Forschungsarbeiten, vor allem von der Bertelsmann Stiftung, weiter propagiert von einer Kollegin. Und die besagt, wir fangen bei der interkulturellen Kompetenz vielleicht irgendwo an, aber das Lernen ist eigentlich nie beendet. Wir gehen mit jeder interkulturellen Begegnung in eine neue Lernschleife sozusagen und die Spirale entwickelt sich weiter. Dann hat in der Spirale interkulturelle Kompetenz vier hauptsächliche Bereiche. Das eine ist der Bereich der Haltung und Einstellungen. Also eine Art innere
Prädisposition für interkulturelles Handeln, eine Einstellung dem anderen gegenüber, eine Öffnung dem Fremden gegenüber, wie ich auf andere zugehe. Darüber habe ich einen Bereich der Handlungskompetenzen. Hier geht es weniger um Kompetenz im Sinne von konkreten praktischen Fertigkeiten als um Wissen über interkulturelle Begegnungsformen, wie interkulturelle Unterschiede sich auswirken, welches geben kann. Also rein theoretisch ist das noch konzipiert. Aber mit Haltung und Kompetenzen gehe ich in konkrete Situationen rein, in denen ich Menschen aus anderen Kulturen treffe, denen begegne. Mhm. Und jede dieser Begegnungen, die hier irgendwo im Lernprozess stattfindet, hat auch zwei Seiten, eine interne Wirkung und eine externe Wirkung. Die externe Wirkung ist eigentlich relativ einfach. Das ist, wenn Sie sich vorstellen, in einer interkulturellen Situation, Sie interagieren mit Menschen aus anderen Kulturen, ist das Ergebnis der Handlung. Idealerweise ein Kommunikationserfolg. Ich realisiere ein Geschäft, eine erfolgreiche Verhandlung, das ist die externe Wirkung, eine erfolgreiche Interaktion mit dem Partner. Die interne Wirkung findet auch immer statt. Denn jede Begegnung mit dem Fremden, dem anderen, redefiniert meine eigene Positionierung. Ich gehe nie anders aus der Begegnung, ich gehe immer anders raus aus der Begegnung, als ich reingegangen bin. Das heißt, ja, selbst im Tourismus, jeder Urlaub führt dazu, dass der Mensch sich neu positioniert, idealerweise, im Kontakt mit dem Fremden. Diese interne Wirkung hat natürlich auch wieder Auswirkungen auf die Haltung und Einstellung. Das heißt, immer wenn ich aus der Begegnung rausgehe, verändert sich etwas in meinen Positionierungen, meine Prädisposition, meine Einstellung dem Fremden gegenüber mit. Und ich lerne auch aus der Interaktion neue Kompetenzen, wie ich mich verhalten kann, wie ich in interkulturellen Situationen handeln kann. Und diese neuen Kompetenzen bringe ich wieder in Interaktion ein. Es gibt wieder neue interne Wirkungen, externe Wirkungen, die wieder auf die Haltungen, Einstellungen einwirken und die dann auch wieder Handlungskompetenzen beeinflussen. Das heißt, mit jedem Kontakt interkultureller Art kann ich meine interkulturelle Kompetenz weiterentwickeln. Wenn man das so ein bisschen über die Länder oder vielleicht auch die aktuelle Situation mit den Flüchtlingen in Deutschland speziell oder auch in Europa anwenden kann, kann man irgendwo hier ein Kreuzchen machen, wo wir uns eventuell befinden und wo wir noch hinkommen könnten? Das Schöne im dynamischen Modell ist, dass es ein Kreislauf ist, dass es immer weitergeht. Wo würden Sie sagen, sind wir momentan? Na, wir beobachten im Moment, glaube ich, sehr viele Wirkungen. Und wir sollten mehr darüber nachdenken, was das für unsere Haltung und Einstellung im positiven Sinne bedeutet. Hier, wenn Sie den Mediendiskurs verfolgen, haben Sie sehr viel Berichterstattung über negative Einstellungen, die gerade aus meiner Sicht etwas den positiven Effekt des letzten Jahres, über die Hilfsbereitschaft, positive Begegnungserfahrungen und so weiter, überlagern. Wenn wir überlegen, wie wir Einstellungen positiver Art in Kompetenzen einbringen können und dann auf die externe Seite der Wirkung, der Handlungskompetenz umsetzen können, dann kommen wir einen ganzen Schritt weiter. Und Sie sagen ja auch, das ist eine Lernspirale, bedeutet also interkulturelle Kompetenz kann man erlernen, das ist ein Lernprozess. Bedeutet das, das kann komplett jeder erlernen oder brauchen wir irgendwelche Grundvoraussetzungen? Ich denke, jeder lernt zwangsweise interkulturell zu interagieren, denn keiner bewegt sich mehr in einem rein monokulturellen Umfeld. Okay, gut. Ich glaube, zum Bertelsmann-Modell haben wir dann genug. Vielleicht räumen wir gerade noch mal ein bisschen mit auf. Das Chaos wollten wir natürlich so nicht hinterlassen und sorgten gemeinsam für die ursprüngliche Ordnung. Dabei ging die Zeichenrolle kaputt, was wir als Anlass nahmen, uns mit einem Erinnerungsstück an den Professor für das tolle Gespräch zu bedanken. Ein Andenken. Verzeihen, dass ich direkt. Ja! Haben wir nicht ganz. Trotzdem bedanken wir uns für das aufschlussreiche Gespräch und hoffen, wir konnten euch das Thema interkulturelle Kompetenz näher bringen.
So, jetzt hatten wir heute einen Beitrag zu Europa, einen Beitrag zu Lifehacks und was steht natürlich? Ja klar, unser Unicheck. Und zwar für alle, die ihn noch nicht kennen, wir haben einen Friseursalon auf unserem Unicampus-Gelände und wir waren dort und haben uns für euch umgesehen, was dort so abgeht. Und den Beitrag, den zeigen wir euch jetzt. Swear it's been 700 degrees in here since you came in. Hallo, mein Name ist Rebecca. Ich bin Ann-Christine. Hallo Ann-Christine, ich darf dich heute bedienen. Ja. Was hast du dir denn vorgestellt? Also, da ich heute Abend noch ein bisschen feiern gehen will, vielleicht zum Wochenende? Genau, zum Feiertag. Vielleicht ein paar Locken oder was du dir vorstellst. Ich meine, da kennst du dich ja besser aus als ich, ne? Genau. Ich würde sagen, wir machen ein paar Locken, stecken die vielleicht ein bisschen raffiniert. Okay. Und da vertraue ich ganz dir. Vielen Dank. Wie bist du auf den Namen gekommen? Es hat sich eigentlich angeboten, weil wir sind hier am Campus. Mhm. Und wenn man Campus einfach so ein bisschen anders schreibt, also wie Camp, ja, kommt man auf meinen Namen und ich hatte sofort dieses Bild im Kopf, ja, Campus mit diesem Kamm als Zeichen und so war einfach der Name schnell gefunden. Also, wie viele Kunden habt ihr dann so am Tag? Ich schätze, dass wir am Tag so um die 30 Kunden machen. Ach, doch so viel? Ja. Wimpernverlängerung, das haben wir auch im Angebot. Ah, weil wie lange dauert das, Wimpernverlängerung? Es dauert ungefähr eine halbe Stunde und du kannst auch direkt danach weiter. Also auch mit Kontaktlinsen ist gar kein Problem. Was halt gut wäre, wenn du halt nicht extrem geschminkt bist. Mhm. Also, sonst müssen wir halt das ganze Make-up abtragen und halt kurz warten und nochmal auftragen. Und dann kann es schon mal sein, dass so ein bisschen Rötungen entstehen. Aber es ging ja auch so. Also wir haben auch Make-up hier, falls du nicht ungeschminkt rausgehen möchtest, ist das auch gar kein Problem, wenn du nochmal abpudern willst oder nochmal einen Eyeliner nachziehen. Ja, und zu euren Kunden, sind das hauptsächlich Studenten oder sind das auch Mitarbeiter hier von den Lehrstühlen oder von den Unternehmen? Oder kann man das irgendwie einschätzen oder ist das ganz querbeet? Die sehen ja alle sehr jung aus. Auch die Professoren, sehen so jung aus. Meine Studenten halt natürlich auch jung. Von daher kann man das gar nicht so genau sagen. Aber ich würde sagen, es ist eher ausgeglichen. Was hier der Vorteil ist, du hast halt nicht so lange Wartezeiten. Ja. Ne? Die Studenten entscheiden sich halt relativ spontan. So vielleicht so maximal 3 Tage im Voraus. Und dadurch kriegst du halt auch meistens noch am gleichen Tag einen Termin. Wenn wir so etwas haben, dann posten wir das auf Facebook. Ah, okay. Also wer uns liked, kann das immer sehen, dass Termine frei sind. Cool, ja. Und dort stellen wir auch die Angebote rein. Es gibt auch eine Homepage. Ja, das ist gut, und dort kann man auch gerne nachschauen, aber auf beiden Plattformen kann man auch gerne die Preise nachschauen. Aber Facebook ist halt einfach lebendiger. Ne? Ja. Da kann man schnell mal drauf gehen, kann man gucken, was gibt es denn heute für ein Angebot. Und man wird auch nicht so zugespammt, da brauchen wir auch keine Vorhaben. Also, und das ist halt auch mal schön, ne? Wenn man dann so eine Postkarte, habe ich so von einem Professor eine Postkarte aus Sibirien bekommen. Ja, ich sammle Postkarten, ja. Und ich möchte sie irgendwann alle hier an die Wände kleben. Also, wenn jemand eine Postkarte schreiben will, dann bitte an den Salon. Ich werde es weitergeben, wenn einer der Nächste, der in Urlaub fährt. Genau, der muss mir schreiben. Muss dir eine Karte schicken. Ja, also ich freue mich sehr darüber. Friseurmeisterin und Boss. Ja. Es muss irgendwie so für alle verständlich sein. Ich hatte mal so eine Kundin, die hat dann gemeint, sie will gern zur Chefin. Und dann habe ich gesagt, ja, dann sind Sie ja bei mir genau richtig. Und dann so, ja, nee, sie will gerne schon wirklich zur Chefin und nicht zur Auszubildenden. Oh. Ja, da habe ich gesagt, ja, dann sind Sie ja bei mir richtig. So, Prinzessin.
weiß ja noch gar nicht, was ich gemacht habe. Oh, schön, wow. Sehr gibt's schön. Gibt es so einen ganz schlauen Spruch, was Friseure können, können nur Friseure. Stimmt. Nee, ich finde den Laden auch echt super schön. Musstest du viel machen hier so oder beim Renovieren? Ich habe die Spiegel zum Beispiel selbst designt. Mich hat es immer gestört, dass diese ganzen Sachen, die sehen ja so, so schön aus und die riechen so gut, ne? Und dass die immer in irgendwelchen Regalen drinstehen. Mhm. Und ich habe gesagt, nein, ich möchte die sofort griffbereit haben, weil ich Rechtshänder bin, halt an der rechten Seite, ne? Und dann habe ich mich hingesessen, Blatt Papier und Bleistift und habe das halt runtergezeichnet. Ja, cool. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich will noch irgendwas so drin haben. Und ich hasse es, wenn man so gegen eine Wand schaut. Mag ich nicht. Ne? Mhm. Und deshalb wollte ich die so ein bisschen schräg haben, weil hier schaut man zwar irgendwie auch Richtung Wand, aber man hat noch so ein bisschen was Offenes auf der Seite. Auf jeden Fall. Nee, also ist super schön gemacht. Das fand ich halt richtig gut. Und es passiert auch immer irgendwie was. Also wir haben so, das hat zum Beispiel gebastelt und dann malen wir hier mal was. Mhm. Und, oder übermalen wieder, wenn es nichts geworden ist. Und so bleibt der Salon auch lebendig. Ja. Und wie gesagt, wenn ich die Karten habe, kommen die Karten hier hin. So, wie ihr seht, haben wir einen Studiogast bei uns, und zwar die Rebecca. Hallo, magst du dich mal vorstellen? Hallo, Jasmin, schön, dass ich heute hier sein darf. Mein Name ist Rebecca Diaz-Thome. Ich habe einen Friseursalon hier an der Universität Saarlandes. Also ich muss nur noch schnell über die Straßenseite, dann war ich schon bei euch im Studio. Ja, super, das ist ja praktisch. Schön, dass du gekommen bist. Seit wann hast du denn den Laden? 2011 haben wir eröffnet. Die Arbeiten haben natürlich schon viel, viel früher begonnen. Mhm. Und seitdem sind wir da, ja. Ja, cool. Und wie bist du da drauf gekommen? Hier an der Uni, ist ja eigentlich untypisch, ne? An der Uni irgendwie ein Friseursalon. Wie bist du drauf gekommen? Da hast du recht, das ist super untypisch. Es war so, nach dem Abi sind einige meiner Freunde studieren gegangen, ich nicht. Ich habe dann den Friseurmeister gemacht, aber ich habe meine Freunde vermisst und sie haben mich eingeladen, an die Universität zu kommen, und mir hat die Atmosphäre so gut gefallen. Also ihr nutzt es natürlich auch hier, ne? Mhm. Man hat so viele Vorteile an der Universität und mir gefällt dieses Klientel sehr gut. Und deshalb habe ich gedacht, okay, ich möchte bei meinen Freunden sein. Ich möchte auch gerne diese tollen Angebote der Universität nutzen. Also gerade kulinarisch sind wir doch ganz gut aufgebaut hier. Und es macht einfach auch Spaß, die verschiedenen Kulturen besser kennenzulernen. Gerade beim Friseur ist das natürlich sehr einfach, ne? Man kommt leichter ins Gespräch. Und wo trifft man sie alle auf einem Haufen? Natürlich bei uns an der Campus-Universität. Ja, super. Und natürlich fragt ihr euch, hey, Friseur, klar, schneidet Haare, ne? Aber was bietet ihr noch an? Was schneidet ihr nicht nur Haare, sondern was macht ihr noch? Ja, hauptsächlich schneiden wir Haare und wir färben Haare und wir strähnen Haare. Aber wir machen auch so kleinere Sachen wie Wimpernverlängerung. Was wir jetzt nicht machen, sind Dauerwellen. Also da muss man schon wirklich anfragen. Aber das ist gerade nicht der Trend. Wird aber kommen. Ich hoffe, dass es kommt. Echt? Und dann werden wir auch wieder Dauerwellen anbieten. Oh mein Gott, also so typisch dieser Busch dann, oder wie? Oder meinst du, da gibt es irgendwie eine Neuerung? Oder? Ja, es kommt der Busch, tatsächlich. Ich gehe davon aus, dass der Afro-Look wieder modern wird. Ach krass, da bin ich mal gespannt, ob sie damit recht behält. Wir können es gerne in ein paar Jahren überprüfen. Ja, genau. Kommst einfach nächstes Jahr wieder und dann gucken wir, ob ich dann in der Afro-Mähne da stehe. Und was gibt es so für spezielle Angebote für die Studenten und wie sind so die Preise bei euch? Wir sind im mittleren, unteren Preissegment. Und wir haben natürlich, so wie die meisten Shops hier, extra Studententarife. Und so zahlen sie bei den meisten Angeboten weniger. Ne? Mhm. Die wollen das auch mit unterstützen und wollen auch gerne der Idee folgen, dass die meisten Geschäfte hier einfach Studentenangebote anbieten. Und ja, das machen wir auch. Mhm. Und jetzt wollt ihr bestimmt auch wissen, braucht man einen Termin oder kann man auch mal so lockerflockig reinschmeißen und sagen, hey, hier bin ich? Die meiste Zeit braucht ihr einen Termin, geht aber relativ fix. Also wenn du flexibel bist mit der Uhrzeit, dann rufst du dann am besten direkt morgens an, 11 Uhr, zack.
und vereinbarst einen Termin. Wenn du sagst, keine Ahnung, ich muss irgendwie zur Hochzeit oder ich habe irgendwie so was ganz Spezielles, dann würde ich raten, einen Termin zu vereinbaren. Wenn wir noch mal ein paar Plätze frei haben, dann posten wir das auch ganz oft auf Facebook. Also wer uns liked, kann das sehen. Also Leute, und liken und immer gucken. Genau. Also dort werden die Angebote veröffentlicht. Und ansonsten kann man auch einfach mal vorbeikommen oder, klar, Telefon, einfach anrufen. Okay, und wie sind so eure Öffnungszeiten? Von wann bis wann seid ihr erreichbar? Montags, Dienstags, Donnerstags und Freitags sind wir von 11 bis um 19 Uhr da. Mhm. Mittwochs fangen wir schon um 9 Uhr an und machen ein bisschen früher Schluss, damit wir noch pünktlich hier im Studio einkehren können. Nein, sind wir da bis um 17 Uhr. Okay, und Samstag dann zu, ne? Ja, samstags haben wir geschlossen, es sei denn, jemand braucht irgendwie eine Hochzeitsfrisur oder ähnliches und ist halt schon länger Kunde bei uns und sagt, hey Rebecca, ich gehe heiraten, aber ne, halt nicht montags, sondern samstags. Und dann machen wir das auch schon mal natürlich. Also super, das sind, ist ja super. Wir sind für unsere Kunden da. Ja, das ist auch an einem Samstag, manchmal. Gut, und jetzt steht ja der Sommer vor der Tür. Also wir merken es leider nicht so mit dem Wetter, aber im Kalender steht schon, der Sommer soll kommen. Was gibt's denn da so für Tipps und Tricks, falls die Mädels sagen, oh, im Sommer werden meine Haare immer so spröde und gibt's da so Masken, die man sich selber zu Hause schnell machen kann, was hilft oder? Masken, ja, kann man sich selbst machen. Also wenn ihr abgelaufene Milch habt, die könnt ihr in die Spitzen eingeben, riecht aber nicht so gut. Okay, soll man die dann nochmal ausspülen oder? Genau, also einfach kurz drin lassen, 5 Minuten ungefähr, und dann kann man die wieder ausspülen. Fett lässt halt glänzen, aber um wirklich gute Produkte reinzukriegen, ne, würde ich empfehlen, dass man eine Maske aus dem Friseursalon nimmt. Weil die Kombination kannst du einfach zu Hause nicht herstellen. Ne? Ja, ja. Und deshalb würde ich wirklich irgendwie auf ein fertiges Produkt zurückgreifen. Aber für einen Notfall natürlich, warum nicht die Milch? Okay. Jetzt in diesem Zusammenhang fällt mir gerade ein, und zwar war damals so eine Diskussion mit diesen Silikonen in den Shampoos. Mhm. Bevorzugst du auch eher so die Friseursalon-Produkte oder sagst du, hey, im DM-Markt gibt es auch ganz gute Sachen, die sind von den Silikonen weggekommen? Ja, also man darf das nicht so generell sehen. Silikone braucht man, Silikone sind auch gut. Okay. Die Frage ist nur, welche Silikone sind drin. Also man kann sich das Haar so ein bisschen vorstellen, so wie so Fliesen im Bad, ne? Und man schmiert dann so ein bisschen Silikon drüber und dann hält es auch besser so diese Fugen. Ne? Und dann geht man nochmal drüber und nochmal drüber und irgendwann glänzen die Fliesen einfach nicht mehr und die Fugen sind schon längst zu und man kommt gar nicht mehr in das Haar ran. Okay. Ich war mir auch nicht immer sicher, ob wirklich die Friseurshampoos besser sind als die aus den Drogeriemärkten. Tatsächlich, sie sind besser. Ich habe mir wirklich die Inhaltsstoffe angeschaut, ich habe viel rumtelefoniert und viel nachgefragt, auch bei den Herstellern selbst. Und die Sachen sind besser. Allerdings würde ich sagen, wer jemand mit kurzen Haaren, der keinerlei Probleme hat, benutzt, was du willst. Aber generell willst du schon sagen, gib ein paar Euro mehr aus. Und dann wenn man Probleme mit der Kopfhaut hat, wenn man lange Haare hat, dann würde ich immer sagen, okay, nimm ein gutes Produkt. Wenn du keine Probleme hast, dann mach, was du willst. Okay, super. So, wie gesagt, Sommer steht ja vor der Tür. Und ich würde sagen, für alle Mädels draußen, die sich sagen, oh Gott, es ist so warm, ich will die Haare schnell hochstecken, aber so ein Dutt, das sieht ja immer langweilig aus, ne, und immer das Gleiche. Und wollen wir mal eine kurze Frisur machen, wo es schnell geht und im Sommer Wir pimpen das Dutt ein bisschen auf. Ich zeige euch was schnell geht. Und wir haben auch ein bisschen Glück. Der Trend dieses Jahr ist, es darf gar nicht ordentlich aussehen. Okay. Das heißt, wenn ein paar Haare abstehen oder irgendetwas nicht so super funktioniert, kein Problem, wir liegen so mit dem Trend. Cool, dann würde ich sagen, legen wir los. Ja, ich versuche das gerade. Wir haben da gerade was aufgebaut. Ich versuche mich gerade hier rüber zu schlängeln. Dezent drüber. Hui. Ja. So, warte dann. So, und dann setze ich mich mal. Aber meine Box habe ich noch vergessen. Kommst du? Ja. Ich hab's. Okay, das ist wunderbar. Soll ich die halten oder? Genau. Okay, dann halte ich. Gib dir die einfach mal so in die Hand. Ich mache aktiv mit. Was brauchst du?
Also, liebes Modell, als allererstes brauche ich einen Kamm. Kamm, welchen? Grün, den blauen. Gib mir mal den blauen. Und den anderen auch noch gerade mit. Jawohl, das ist eine Toupierbürste, gell? Das ist eine Toupierbürste, ja. Da steht nicht nur Magic drauf, da ist auch Magic drin. Okay. Gut. Ja, Genau. Ich kämme erstmal deine Haare, also bleib einfach mal ganz gerade. Ich weiß nicht genau, ob ich die Mitte finde, weil ich keinen Spiegel vor mir habe, aber. Ach, das soll ja auch nicht so ordentlich sein, haben wir ja gerade eben gelernt. Also, ich würde es einfach in der Mitte scheiteln. Dann am höchsten Punkt würde ich nach unten gehen, nach unten scheiteln. Und dann haben wir Friseure so ganz tolle Klammern. Davon bräuchte ich jetzt eine. Und dann stecke ich das Haar einfach so ein bisschen fest, damit das einfach mal weg ist. Das Gleiche mache ich auch auf der anderen Seite. Und dann brauche ich noch mal eine Klammer. Und stecke es einfach mal fest. So, jetzt mache ich hier eine kleinere Abteilung. Das nennt man Passé und dieses Passé werde ich jetzt nach hinten flechten. Als französischen Zopf oder machst du das einfach so? Ich sehe es ja leider nicht. Ich mache das als französischen Zopf. Es geht auch gar nicht anders, weil es nach hinten geflechtet wird. Und dann muss man immer so ein paar Haare mitnehmen. Ne? Okay. Also wir fangen ganz locker an. Wie gesagt, nicht so streng, nehme ein paar Haare mit und ich nehme auf beiden Seiten mit. Ihr könnt aber auch auf einer Seite mitnehmen, das ist total geil, aber bleibt bei einer Version. Kann die Frisur auch Leute mit kurzen Haaren machen oder ist das jetzt eher was für mittel- bis lange Haare? Was meinst du? Wenn man kurze Haare hat, kann man auch dazu übergehen, dass man sagt, okay, ich flechte das jetzt nicht, ich drehe das jetzt einfach mal nach hinten. Das ginge alternativ auch. Okay. Ich bräuchte ein Haargummi und das ist in der roten Box, genau. Sind das so Einweggummis? Ja, die sind ganz toll, die kann ich jedem nur empfehlen. Und zwar, die sind durchsichtig und sie lassen sich relativ gut dehnen. Und man kann sie einfach reingeben ins Haar und man sieht sie kaum. Okay, und was kostet das so? Ist das teuer? Nee, die kriegt man wirklich, also nachgeschmissen für ein paar Euro. Ich würde sagen, für 3 Euro kriegst du so eine Box. Wenn dir das zu teuer ist und irgendwie eine kleine Schwester zu Hause hast, die noch beim Kieferorthopäden ist, die Gummis gehen super. Die Gummis gehen super. Ja, ich habe immer bei meinem Kieferorthopäden nachgefragt. Er hat immer gesagt, du brauchst sowas doch gar nicht. Ich weiß, ich brauche das vielleicht nicht für meinen Kiefer, aber für meinen Kiefer. Das haben sie nicht ganz so verstanden. Ich habe vergeblich gefragt, aber vielleicht sind ja andere da irgendwie geschickt. Ja, oder haben einen netteren Arzt. Ich werde jetzt nicht verraten, wo ich war. Also Flechtfrisuren, egal wie, sind immer noch sehr modern. Ob ihr das jetzt einfach nach hinten macht oder einmal so ein bisschen rum, so als Kranz. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Wichtig ist es nur, flechten und nicht ordentlich. Okay, bin mal gespannt. Ja, das ist immer so spannend, ne? Was bringt der Sommer? Ja, oh. Immer neue Trends. Und man weiß auch gar nicht, welcher geht jetzt eigentlich durch und welcher nicht, ne? Ja, also ich hoffe ja nicht, dass Dauerwelle kommt. Also ich habe es noch ganz schrecklich in Erinnerung, aber naja. Gut, manchen steht es, manchen nicht. Mir wird es nicht stehen. Das denkt man so, aber wie viele Trends hat man schon mitgemacht, die einem überhaupt nicht stehen? Überleg mal. Dieses Balayage, ist das dieses Jahr noch trendy oder? Ja.
Balayage ist absolut noch Trend und wird kombiniert mit einem Ombre-Look. Okay. Das ist total verrückt. Magst du noch mal erklären, so was Ombre und was Balayage ist für die Leute, die es nicht wissen? Ja, kann ich gerne machen. Und zwar, Ombre-Look ist, wenn man einfach so die Längen und Spitzen meistens ein bisschen auffällt, auf jeden Fall die Farbe so ein bisschen absetzt. Mhm. Die Balayage, die fängt oben am Ansatz an und wird eigentlich von oben runtergezogen. Das eine kommt von unten nach oben, das andere von oben nach unten. Aha, okay. Und Balayage ist das, was unten ist, was oben ist und Ombre genau umgekehrt. So, ich habe jetzt so zwei Strähnen zurückgeflochten. Könnt ihr das sehen? Und genau. Und jetzt ziehe ich den Haargummi ein bisschen runter und dann ziehe ich die so ein bisschen auseinander. Ihr kriegt auch noch mal ein bisschen mehr Volumen hin, wenn ihr vorher die Haare ein bisschen toupiert. Das habe ich jetzt nicht gemacht, weil das kann auch ein bisschen schmerzhaft sein. Und würde jetzt auch vielleicht ein bisschen zu viel Zeit kosten. Also wie gesagt, mit ungekämmten Haaren ist auch super. Kann man das so ein bisschen sehen, wie ich das auseinandergezogen habe? Ich ziehe es so ein bisschen. Ich komme mir schon fast vor wie bei YouTube. Ja, genau. Nur, dass die es vorher trainiert haben und ich ja. nicht. Ist das fies. So. Wir haben jetzt ein paar Strähnen rausgezogen, haben das so ein bisschen dicker gemacht. Die lassen wir einfach mal links liegen. Und jetzt machen wir unseren meinen versprochenen Dutt. Ich tupiere ein bisschen auf am Hinterkopf. Okay. Hoffentlich kriegst du die wieder auseinander mit deinen langen Haaren. Oh, tupieren nee. Heißt einfach, ich mache nochmal ein Passé. Nimm die Haare nach oben und schieb die kleineren Haare nach unten. Wenn das so ein bisschen steht, ist es vollkommen ausreichend. Es muss nicht bis oben hin sein und ja. Und wie ihr seht, wie ich abteile, alles nur nicht gerade. Dadurch kriege ich ein bisschen Volumen hin und jetzt habe ich mein Magic Comb. Jetzt sieht es alles nicht so ordentlich aus, das ist schon mal gut, aber das ist ein bisschen zu unordentlich. Und dann kann ich so ein bisschen drüber gehen und die Struktur kriege ich so ein bisschen geklättet. So, jetzt nehme ich mir die oberen Haare hier weg. Erinnert ihr euch noch, wir haben hier einen Scheitel gezogen und ich gehe auch nicht über diesen Scheitel drüber. Und jetzt brauche ich ein weißes Gummi. Das nochmal? Nein, hier ist noch eins drin. Okay. Das habe ich extra schon für dich vorbereitet, liebe Jasmin. Ah, super, wenn ich es rauskriege. Moment. Ja. Ach, krieg mal hin. Wir sind doch Profis, oder? Genau. Du bist doch schon ein ganz lange Haarmodell, gib's zu. Ja, schon ewig. Mein Friseur freut sich auch immer, wenn ich komme. In diesem Sinne, liebe Grüße an den Jill. Der hat immer ganz viel Spaß mit mir, weil ich so ein übelstes Pienzchen bin. Ich mag das eigentlich gar nicht. Oh, dass ich das jetzt machen darf. Ja. Und der sagt sich jetzt bestimmt, ach, guck mal, bei der nörgelst du nicht rum. Weil sobald der mit dem Kamm an meine Haare geht, fange ich schon an zu schreien. Ja. Ich nehme jetzt das Geflochtene, gehe einmal hier drum rum, damit man nachher das Haargummi auch nicht so sieht. Ich kann das noch so ein bisschen rausziehen, noch so ein bisschen höher. Und dann werde ich das fixieren. Hier die Schiebespänkchen bräuchte ich. Eins? Ja, immer eins nach dem anderen. Okay. Bis ich Stopp sage. Okay, dann bereite ich schon mal vor, oder gehen wir schwer. Genau, geht es so? Ja. Genau, dann nehme ich das andere auch noch. Und die Frisur hält dann, also kann ich da auch den ganzen Tag an der Uni mit rumlaufen? Ja, du kannst damit überall rumlaufen. Okay. Es ist schon ein bisschen schicker gemacht, aber wie gesagt, nicht zu schick. Du kannst damit auch gerne weggehen, aber genauso gut an der Uni halt rumlaufen. So. Jetzt kommt sozusagen einer der wichtigsten Teile.
Und zwar jetzt habe ich quasi so ein Pferdeschwanzchen gemacht und jetzt mache ich das Ganze noch so ein bisschen schicker. Ne? Ich drehe einmal die Haare so ein bisschen rum. Das kann man größer machen oder auch kleiner. Ne? Also einmal so was Kleines und dann kann ich das nochmal erweitern. Das kann man machen, wie man will. Je nachdem, wie viel Spänkchen man auch zur Verfügung hat. Wir haben hier ein paar, deshalb kann ich ein paar machen. Ich habe ja absolut keine Ahnung, wie das jetzt gleich aussehen wird. Ne? Ich bin richtig gespannt jetzt. Wie gesagt, ihr braucht gar keine Angst zu haben, dass es nicht so ordentlich aussieht. Falls ihr das wollt, falls ihr sagt, nein, mir gefällt das ganz gut, aber dieses extrem Unordentliche, so bin ich nicht, so sehe ich mich nicht, dann könnt ihr einfach ein bisschen Haarspray drauf machen. Ne? Auf jede Strähne, die ihr abteilt, ein bisschen Haarspray drauf machen, dann fliegen die kleinen Haare auch nicht so rum. Ihr seht schon, ich benutze fast gar keinen Kamm, weil ich es gar nicht so ordentlich haben möchte. So, noch ein Schiebeschwänkchen bitte. Mein Trainer ist jetzt ganz stolz, wie ich die Schiebeschwänkchen jetzt da reinschiebe. Mhm. Kennt ihr das? Man macht das immer mit dem Mund auf. Aber das darf man natürlich im Fernsehen nicht. Wie ihr schon seht, also es wird so ein bisschen die Blumenform sein. Finde ich es nochmal so ein bisschen, ja, macht nochmal ein bisschen mehr daher. Also diese Frisur kriege ich auch hin, wenn ich das zu Hause selbst mache. Einfach um den Finger wickeln und irgendwie feststecken. Noch eins. Ich habe jetzt den Vorteil, dass ich hinter dir stehe und das sogar sehe. Aber ich weiß nicht, ob das immer so ein Vorteil ist. Dann hat man ja doch nochmal den Hang, es symmetrisch zu machen. Das soll ja gar nicht so sein. Noch eins, bitte. Leute im Studio, was sagt ihr? Schaut es was aus? Wird es so langsam? Erkennt man, was es werden soll? Dann brauche ich diese kleinen, die sind hier drin. Lockennadeln. Genau, Wellnadeln, Lockennadeln. So, jetzt seht ihr ja, hier sind so ein paar Sachen, die einfach nicht so gut aussehen. Und ich habe jetzt hier noch meine Schummelhaare, die braucht ihr. Damit kann ich alles verstecken, was nicht so gut aussieht. Leider sehe ich es auch nicht von vorne, wie es von vorne, ob es gleichmäßig ist. Aber es ist auch, glaube ich, nicht so wichtig. Damit kann ich einfach mal so drumherum gehen, ne? Und kann nochmal alles irgendwie wegstecken, was mir nicht so gut gefällt. Und noch mehr. Die wollen nicht raus. Ach Mann, ich gehe jetzt mal von der anderen Seite. Genau, die andere Seite ist auch die bessere. Genau. Und mit so kleinen Nadeln könnt ihr ganz tolle Sachen machen. Ihr könnt nämlich auch so Passés zusammenziehen. Ja? Jetzt gefällt mir zum Beispiel nicht, dass man hier den Haargummi sieht. Ah ja, was mache ich? Ja? Dann nehme ich die hier zusammen, ziehe die zusammen, so lange, bis der Haargummi verschwunden ist. Seht ihr ihn noch? Nein, ich sehe ihn nicht mehr. Gut, jetzt nehme ich die andere Seite. Geht's? Hältst du es noch aus? Ja. Wie gesagt, bin ich gespannt, wie es aussieht. Und immer mal ein Schiebeschwänkchen. Ja, genau. Oh, ja, genau.
habe ich 12 Eimer. Bin ich glücklich. Also man braucht viel von den Spänkchen auf jeden Fall mal. Ja, besser ein paar mehr als wenig. Also man muss auch sagen, du hast auch lange Haare und ein anderes nochmal. Du hast auch lange Haare und viele Haare, dann braucht man natürlich dementsprechend mehr. Ich brauche allerdings auch nur noch eins und dann möchte ich das auch gerne beenden. Wenn ich in der Koffert bin, sagst du Bescheid. Mhm. Ich finde immer ganz schön, wenn man noch so ein paar Wellen hat. Du hast ja schon so ein paar da drin. Mhm. Und wenn man einfach mit dem Kletteisen hingeht und das haben wir mittlerweile alle gelernt, wie man damit Locken macht, wenn man da noch so ein paar rein. Die dürfen auch gerne unregelmäßig sein, also ein paar stärkere und ein paar nicht so starke. Ihr dürft so viel reinmachen, wie ihr wollt, wie es euch gefällt. Genau. Also ich höre jetzt auf, mir reicht es jetzt. Und das Einzige, was ich jetzt noch mache, ich guck noch einmal drüber, ob alles so passt, ob mir das so gefällt. Und dann ist auch schon fertig. Ein bisschen abgewandelter Dutt ist ein bisschen mehr casual, bisschen mehr gemacht. Und okay, will ich mal aufstehen. Ich hoffe, euch gefällt's. Ja, ich guck mal gerade. Ihr seht hier super schön aus. Nee, ich finde es gut, auch mit dem geflochtenen. Also Leute, im Sommer, wenn es warm ist, könnt ihr das auf jeden Fall machen. Sieht super aus mit den Flechten. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das selber bei mir hinkriegen würde. Das sieht gut aus. Das war es jetzt an unserer Stelle schon. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Immer wieder gerne. Und wenn ihr neue Frisuren braucht, neue Tipps, die Rebecca, die ist für euch da. Und genau, ruft einfach an, Campus. Die Telefonnummer findet ihr online oder kommt einfach so mal an die Uni. Ne? Das lohnt sich auch schon. Genau. Ihr müsst ja keine Studenten sein. Könnt ihr auch einfach so vorbeikommen. Ihr dürft auch so vorbeikommen, ja. Gut, dann hoffe ich, sehen wir uns nächste Woche wieder und schaltet nochmal ein nächste Woche. Da ist die Michaela auch wieder da, sind wir zu zweit. Und in diesem Sinne, einen schönen Abend noch. Tschüss.